Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Uncharted 4. Jo, wir eiern hier weiter im Gebirge rum, um endlich den Vulkan zu erreichen. Gelingt uns so semi-gut, wie ihr sehen könnt. Ich habe auch echt wenig Plan, wo ich immer langfahren muss. Muss ich offen und ehrlich zugeben. Kommen wir überhaupt durch, Alter? Das an, Leute. Was ist das? Cool. Da oben ist bestimmt was drin für uns. Heilige Scheiße. Von hier oben kann man bestimmt ganz King's Bay überblicken. Hey, seht. Da ist die Stadt. Und da ist das Flusstal. Mhm. Leute, auf dem Hügel steht noch ein Turm. Shoreline-Söldner zu sehen? Schwer zu sagen. Aber wo müssen wir hin? Guckt euch an, wie wahnsinnig schön das ist, Freunde. Na, da müssen wir hin. Also, wie geht's dir so? Ja, noch in einem Stück. Ich bin froh, dass du mitgekommen bist. Und dass du den Verleihtypen so eingewickelt hast. Kein Problem. Zum Teufel, ich hatte ja selbst einen Heidenspaß dabei. Ich auch. Sieh dir das nur an. Tolle Aussicht. Ich warte ständig, dass ich aufwache und in der Isolierzelle sitze oder so. Das ist alles wie ein Traum. Sam. Nein, nein, keine Schuldgefühle. Ich will nur, finden wir ihn einfach. Oh ja. Machen wir. Meine Rundfahrt, die ist lustig. Oh ja. Ja, sieht so aus, als wären wir die Ersten. Sehen wir uns um. Dann weiter. Zugbrücke? Mittelalterlich. Ja, man baut keine Zugbrücke, wenn man nicht jemanden draußen halten will. Oder was im Inneren schützen will. Das ist Fakt, Jungs. Ihr seid clever. Ah, Shoreline muss schon hier gewesen sein. Wer es findet, dem gehört. Klingt gut. Hey, sei vorsichtig, Junge. Sully, du kennst mich doch. Die Schlucht ist zerstört, man kommt nicht hoch zur Brückenkurbel. Okay, ich sehe mich hier oben mal um. Hab doch schon was im Visier. Hey Leute, da ist ein riesiger Turm hinter der Zugbrücke. Der größte bis jetzt. Bingo. Sam, Speziallieferung. Ich lebe. Wow. Ich lebe noch. Hey Junge, alles klar? Mir geht's gut. Geht's dir gut? Ja. Kommst du klar? Mhm. Gut, dann bis gleich. Ich fahre das Auto näher ran. Ah, ich weiß schon. Ich fahre das Auto näher ran. Wie weit denn noch? Genau da, wo ich geparkt habe. Sie steigen nur ein. Was für Freunde. Mach durch, Pause. Ich schaff's schon. Ich meine, da ist nur eine Kurbel, oder? Du machst das super, Junge.
Hier ist jemand! Habe ich ihn erwischt? Auch erwischt. Jemand schlecht geschlafen? Ich weiß gar nicht richtig, wo ich hier Deckung finden soll. Schlecht. Nein! Der hat mich doch geschubst, da bin ich mir doch sicher. Hab ich vor. Ich glaube, ich brauche einen besseren Platz. Wofür habe ich ein Team, Alter? Fuck. Den habe ich komplett vergessen. Eigentlich habe ich gar keinen Plan, wo ich hin soll. Ziele zu lang und schieße zu wenig. Nein.
Kann doch nicht wahr sein. Oh fuck. Ich hab sie. Ach, Dreck. Weg abschneiden. Kann doch nicht wahr sein hier, Alter. Selbstmord. Ich verstehe aber mein Team nicht. Ohne Scheiß, Sully, Sam, wieso töten die denn nicht? Der steht doch da direkt neben denen. Sowas regt so ein bisschen auf, oder? Ich hab den. Okay. Fangen wir diesmal von hier. Okay, du, der... Hey, Nate, weg hier, bevor noch mehr Shorelines auftauchen. Na gut. So. Mal runter mit der Brücke. Erstmal müssen wir ein bisschen... Munition. Ey, der hat nicht eine Kugel verschossen, der Typ. Weil wir ihn direkt gesehen haben... Und direkt die Birne weggeballert haben. Aber direkt. Ohne Wenn und Aber. Gut. Alle her. Oh. Alle ab. Alle ab. So, jetzt muss ich nur wieder irgendwie nach oben kommen. Ah ja. Versuchen wir es nochmal. Ist eigentlich egal, wir hätten die Brücke ja runterlassen können. Die konnten ja eh rüberspringen. Also von daher war es eigentlich relativ. Na bitte. Warum nehmen wir nicht so einen gepanzerten? Achso, dann kommen wir nicht. Doch, die kommen doch auch durchs Gebirge. Ich will so ein. Oh. Großer Turm auf einem Vulkan. Ich glaube, das Ende ist in Sicht, was? Ich habe jetzt schon Angst vor dieser Brücke. Oh, sorry. Ich habe ein paar Turbulenzen. Oha. Sag mal, bei dem Geld, was Avery für Türme ausgegeben hat, wären da nicht auch Geländer drin gewesen? Hey,
Ich sehe mich mal um. Achso, ich komme hier nicht hoch. Und wie viel schuldest du, Alter, eigentlich genau? Ah, die Hälfte. Die Hälfte wovon? Naja, er weiß nur von der Gang dieser Weiser. Das wären 400 Millionen. Ja, aber dann hättest du ihm sagen sollen, das wären 200.000. Man sagt seinen Partner nie, wie viel er Job wirklich hat. Ich war nicht davon ausgegangen, dein Partner zu werden. So. Wir sind soweit. Dann mal los. Fuck. Kacke. Kann einer Gas geben? Okay. Ging mir schon besser. Bring uns hier raus, Junge. Okay, festhalten. Langsam, Junge. Langsam. Ja, das war doch lustig, oder? Ja, aber ich brauche jetzt einen Termin bei meinem Seelenklempner. Du gehst zum Seelenklempner? Nein, aber jetzt werde ich damit anfangen. Komm schon, jetzt übertreib dir. Ich hatte alles unter Kontrolle. Okay, haltet euch gut fest. Oh, fuck. Das war ja mal ein netter Tempowechsel. Ja, ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Fast. Also ich glaube, mit Auto kommen wir da nicht hoch. Los, gehen wir rein. Holen wir uns unseren Schatz, Jungs. Wenn die Brücke kaputt ist, kann ja eigentlich keiner hinterherkommen, außer ein Hubschrauber oder so. Flugzeug oder sonst dergleichen. Sam, hilfst du mir mal? Ja. Weiß nicht, warum ich hier direkt hingegangen bin. Okay. Achso, ja, stimmt, weil hier ist ja tot. Hier können wir nicht rein. Deshalb bleibt ja nur der Weg eigentlich. Hier ist wahrscheinlich nur Munition oder so, wenn überhaupt. Und Schatz. Ein Hörnchen. Was haben wir denn hier? Hier läuft auf jeden Fall Licht rein. Warte mal. Der Gitter ist offenbar irgendwas. Sam? Ja. Auf geht's. Okay, ich glaube, die... Zugemauert. Okay, sehen wir uns. Ich hab die perfekte Lösung hier. Hey, vorsichtig mit dem Ding, Junge. Bitteschön. Achtung! Sag doch Achtung! Ich hätte auch weggranaten können. Ich hab einen Granatwerfer dabei. Ein Granatwerfer. Warte! Warum hat das denn jetzt so eilig? Sonst ist er doch auch immer direkt hinter uns. Und jetzt plötzlich sprintet er hier durch. Für ihn steht viel auf dem Spiel. Langsam, Freundchen. Er ist übermotiviert. Er bringt uns direkt
in den Untergang. Wow. Großartig. Allerdings sehe ich keinen Schatz. Hey Leute! Komme! Aber da sieht man was. Sieh dir das mal an. Ah, der heilige Dismas. So sieht man sich wieder. Also, was haben wir hier? Mehr Siegel. Da ist hier unser Avery. Thomas II. Und das ist, Das ist Adam Baldrige, das Joseph Farrow und das Richard Wand. Piratenkapitäne. Okay, also vielleicht war deine Piratentheorie doch nicht so falsch. Tja, also... Hast du eine Ahnung, wie das hier geht? Muss man einen Knopf drücken oder etwas ziehen? Vielleicht einer der Arme. Versuch's mal. Komm schon. Jungs, wenn ihr den Arm diesmal genug befummelt habt, solltet ihr euch vielleicht das hier mal ansehen. Das Trapez muss der Vulkan sein. Die Krone ist Kings Bay. Das ist eine Karte, Gentleman. Victor, du bist ein Genie. Gehört, Nate? Genie. Ja, ja. Okay, also, wir sind hier. Der Turm bildet eine Linie mit Averys Siegel. Okay, dann sind die anderen Siegel... Die Türme aus Averys Zeit. Ich meine, in einem muss unser Schatz sein, oder? Ja, aber in welchem? Das sind 12 Türme. Hey, Victor. Brauchst du neuerdings etwa Zigaretten? Wir sind wohl nicht die Ersten hier. In Deckung! Verdammt, Axe! Jetzt haben wir sie! Na, Scheiße! Es ist kalt! Verstanden! Selber Überraschung. Kam der Granattyp schon wieder her. Runter! Scheiße! Ein Hinterhalt! Oh, shit! Wo ist der? Oh Gott. Nee. Ich hab die Granate unterschätzt. Ich dachte, die ist vielleicht weiter weg und ich hab mein Glück. Diesmal holen wir ihn zuerst. Mehr? Ich mag leere Drogen. Fuck. Noch ein. Im Flug.
so eine Kacke. Komm einfach von überall. Herrje, waren das alle? Hoffen wir's. Bist du okay? Ja, ja, alles gut. Sam! Ja, hier drüben! Bin ja nur 12-mal gestorben. Drei Kugeln nur, was ist denn das für ein Scheiß? Aber hier war doch noch einer, oder? Warum kann ich da dran springen? Hey, was machst du da? Eine Vermutung bestätigen. Wir nehmen den. Was haben wir denn da? Die haben die Türme auch durchsucht. Standorte, Siegel, einfach alles. Und was jetzt? Was jetzt? Wir sind am Arsch. Okay, wir sind drei. Und Gott weiß, wie viele die sind. Und die haben Vorsprung. Ja, aber sie wissen nicht, welcher Turm es ist. Super, Nathan. Wir nämlich auch nicht. Wissen wir doch. Da. Etwas abgenutzt. Genau da, das passt. Sicher, es könnte auch das hier sein. Ach, Mist. Stimmt. Ja, 2 ist besser als 12. Okay, ich nehme diesen Turm. Du und Sally, ihr nehmt den. Nein. In den Türmen wimmelt es schon von Raves Leuten. Genau. Wenn wir sie schnappen wollen, müssen wir uns aufteilen. Sam, jetzt warte doch mal kurz. Nein, die Türme. Sie sind an verschiedenen Seiten von Kings Bay. Verdammt. Wenn du auf diese Shoreline-Clowns triffst, ruf uns an, okay? Bis später. Komm, Nate. Beeilung. Ja. Sichtbar und doch verborgen. Okay, da ist unser Turm. Glaubst du wirklich, dass der Schatz einfach so mitten auf einem verdammten Markt rumliegt? Oh ja, das ich werde die Folge jetzt auf jeden Fall einmal beenden. Aber verrückt kennen wir ganz gut. Denn ich glaube, es war genug Action und wir haben ein neues Kapitel, einen neuen Bereich erreicht, würde ich sagen. Deshalb hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst mir was da, passt auf euch auf und bis dahin. Ciao, ciao.